Liebe Zuseherinnen, liebe Zuseher, einen wunderschönen keltischen Marstag wünsche ich dir, wünsche ich euch allen. Ich habe gestern vorgehabt, dieses Horoskop auszuarbeiten, Sonnenübergang vom Wassermann in die Fische, und ich war einerseits ein bisschen zu müde und erschöpft, und mir ist auch nicht allzu viel, muss ich ehrlich gestanden dazu sagen, eingefallen. Und ja, ich habe heute Nacht von diesem Horoskop geträumt, wirklich. Es war sehr merkwürdig. Da ist sozusagen noch jemand beim Tisch gesessen und ich hatte am Tisch dann keinen Platz und musste da irgendwie einen Kompromiss bilden. Also sehr merkwürdiger Traum. Aber ich hoffe, dass wir dieses Horoskop heute, wenn auch mit einiger Verspätung, ganz gut hinbekommen. Zunächst einmal war der Übergang jetzt in der Früh, vor ungefähr so jetzt ausgesehen, 1,5 Stunden. Um 5:14 Uhr hatten wir den Übergang der Sonne in das Sternzeichen Fische. Das heißt, die 12. Station im Umlauf der Sonne. Ja, in Wahrheit ist es natürlich die Erde, welche um die Sonne läuft, schon klar. Aber hier in der Astrologie haben wir ein geozentrisches Weltbild und da schaut es eben so aus, als würde die Sonne um die Erde laufen. Und wir sehen, hier ist die letzte Station. Dann beginnt am 20. März wieder das neue Jahr. Also das Neujahrsfest ist natürlich nicht in der Steinbockzeit am 1. Jänner oder 31. Dezember, sondern wir haben am 20.03. den Beginn des neuen Jahres. Schauen wir uns dieses Horoskop ein wenig näher an. Was gibt es für die nächsten circa 30 Tage zu berichten? Was können wir hier herauslesen? Zunächst einmal erkennen wir in diesem Horoskop, dass wir 1, 2, 3, 4, 5 Planeten im ersten Haus haben, wenn auch 4 Planeten im Wassermann eingeschlossen im ersten Haus stehen, erkennen wir sofort, dass wir es im nächsten Monat mit einer sehr, sehr intensiven Phase zu tun haben. Es tut sich sehr, sehr viel in Deutschland, aber auch in Mitteleuropa, aber auch in ganz Europa. Also das heißt, wir erkennen über die starke Ersthausbesetzung, dass hier in Europa mal sehr, sehr viel los ist. Sternzeichen Fische steht für Sensibilität, für Verträumtheit, ich sage immer für den Zugang zum Kosmos, ist auch eine unglaublich kunstsinnige Begabung, eher mit Pastellfarben, mit Aquarellfarben, also sehr, sehr zart, sehr blass, sehr empfindsam. Und gleichzeitig müssen wir auch natürlich das Sternzeichen Fische auch immer ein bisschen so in den Bereich des Realitätsverlustes verorten, aber die klassische Astrologie spricht auch im Zusammenhang mit den Fischegeborenen von einem Aufopferungsprozess. Das heißt, dass sie sich für andere hingeben, dass sie sehr viel Soziales tun, dass sie sehr hilfsbereit sind, und vor allen Dingen Fischegeborene haben ein großes Herz. Also das heißt, sie haben ein immenses emotionales. Nicht eine potenzielle Emotionalität, sondern ein emotionales Potenzial. Also das heißt, wir sehen hier auch das Zeichen der höchsten Empfindsamkeit, und spannenderweise ist es eben oft so, dass Fischegeborene oder Menschen mit Mond in den Fischen sich nach außen hin oft überraschend rational geben, überraschend stark vom Verstand betont geben und nach außen oft hart und unwirsch wirken, weil sie eben so große Angst haben, dass ihre Gefühle verletzt werden oder dass sie dann eben anderen ausgeliefert wären. Wir haben gleich von Anfang an ein Trigon Sonne, Mond, was an sich eine sehr starke Besetzung ist, ein sogenanntes Entlastungstrigon, denn bei dieser eng zusammengeschobenen Phalanx dieser 9 Planeten kann es ja gar nicht, ja, zu einem Trigon kommen. Das geht sich nicht mehr aus. Ja. Also das heißt, es müsste zumindest hier, ja, dass wir zu Uranus ein Trigon bekommen, ein Planet hier auf 19 Grad im Steinbock stehen. Jungfrau ist ja Lichtjahre entfernt. Ja. Also das heißt, wir können in der derzeitigen Situation, außer mit dem Mond, ja, keine Trigone mehr bilden. Aber was auf uns zukommen wird, das sehen wir schon, weitere feste Quadrate zwischen Venus, Jupiter, Venus, Uranus, Mars, Jupiter, Mars, Uranus. Also das heißt, wir stehen unmittelbar vor weiteren festen,
schweren Quadraten und wir haben in den letzten Wochen, würde ich sagen, sehr heftige, sehr intensive Aspekte bereits gesehen. Geht es in diesem Tempo hier auf dieses Horoskop bezogen jetzt weiter? Ich fürchte ja. Warum? Wir haben einen Aszendenten Steinbock auf Löwegraden. Das heißt, man ist sehr stolz, man ist sehr sozusagen von sich überzeugt, aber gleichzeitig wissen wir, dass Aszendent Steinbock auch für Härten, für Entbehrungen, für die Zurücknahme seiner selbst steht. Das ist eben, wie ich immer gesagt habe, Steinbock oder Saturn ist das Reduktionsventil. Also das heißt, hier fließt dann weniger Energie. Das ist sozusagen der Sparflammenmodus. Und worauf bezieht sich der Sparflammenmodus? Wir sehen den Herrscher des Aszendenten, den Geburtsregenten Saturn, im zweiten Haus in den Fischen auf Krebs. Graden, schauen wir seine Position an. Saturn steht auf 8 Grad 35 und steht somit eindeutig auf Krebsgraden von 37 bis 10 Grad. Das heißt, wir bekommen nur über die Besetzung des Saturn schon zahlreiche Informationen herüber. Das heißt, wir erkennen, dass im ganzen Land Versorgungs- und Finanzprobleme vorherrschen. Und dass auch die Bevölkerung, insbesondere die Bevölkerung, logisch, ein Horoskop mundan kann sich eben nur auf die Bevölkerung beziehen, weil ich vermute mal, dass Kaffeemaschinen jetzt so nicht im Fokus stehen und dass hier eben die Bevölkerung von diesen Versorgungsthemen, von diesen Finanzthemen, aber auch von dem Thema Sicherheitsverlust betroffen sind. Das heißt, übersetzt, dass die Stimmung im Lande eher ängstlich ist. Das kann man natürlich, weil Steinbock und Saturn stehen auch immer für Angst. Wir erkennen, Neptun als Herrscherin von 2 in 2 bestätigt, Spitze zweites Haus in den Fischen, schaut aus, als wären sie auf Zwillinge geraden. Ganz knapp, von 5 bis 7 Grad 30 haben wir Zwillinge gerade, das heißt, es wird auch sehr viel darüber kommuniziert. Kann sein, dass in den Medien auch darüber Bericht erstattet wird. Das bedeutet, hier Neptun als Herrscherin von 2 in 2 ist sicher eine starke Position, zeigt uns aber auch, dass hier noch sehr viel Idealismus vorherrscht und im Zeitraum, wo die Sonne in den Fischen steht, hat natürlich der Sonnenregent oder in dem Fall die Sonnenregentin Neptun eine herausragende Bedeutung, weil die heimliche Chefin dieses Horoskopes ist Neptun und die Sonne ist, also die Sonne, Sonne ist quasi hier zu Gast im Reich Neptuns. Und interessant ist, das sage ich gleich zu Beginn, dass die letzte Zahl in der alten Zahlenreihe tatsächlich die 2 ist, die Hohepriesterin. Und das steht auch für Neptun. Also sehr, würde ich sagen, eine sehr stimmige, eine sehr treffende und passende Besetzung. Also alle Achtung, die alte Zahlenreihe legt sich schon mal mächtig ins Zeug. Der erste Blick auf dieses Horoskop beschert uns zunächst einmal alle Planeten unterhalb der Aszendentenachse. Oberhalb ist die südliche Hemisphäre, unterhalb ist die nördliche Hemisphäre. Das heißt, wir haben wieder einen Zeitraum von ca. 30 Tagen, wo wir einen starken Rückzug sehen, wo wir aber auch einen starken Nachdenk-Verarbeitungsprozess erleben. Wir haben während der Wassermannzeit, und die Wassermannzeit ist mit 4 Planeten im Wassermann sicher noch nicht vorbei, die geht noch munter weiter. Ja? Wir sehen, wie stark das Sternzeichen Wassermann besetzt ist, am stärksten von allen. In dem Fall kann man sagen, nur 3 Sternzeichen, welche zur Auswahl stehen, denn den Mond lassen wir mal außen vor. Mond ist ein bisschen zu schnell, aber wir erkennen 3 Planeten in den Fischen, 2 Planeten im Stier, 4 Planeten im Wassermann. Das ist schon mal eine sehr, sehr starke Ansage und wir kennen natürlich auch hier sofort 4 und 2 feste Planeten, also das heißt große Verspannungen und ein großer Aktivitätsdruck. Also das heißt, hier schreit alles nach Aktivität, hier
muss man handeln. Ja? In dieser von festen Quadraten gekennzeichneten Zeit muss gehandelt werden und wir erkennen auch gleichzeitig einen kardinalen Aszendenten und einen festen Meridian. Das bedeutet auch, dass jetzt lange, weil Steinbock-Aszendent steht immer für lange Vorbereitung. Also das heißt, hier wurde schon viel getan und hier geht es jetzt in die Umsetzung. Das heißt, hier der Medium Zöli, der Meridian im Skorpion sagt uns natürlich auch schon mal etwas, denn er steht mit 1757 darüber hinaus noch auf Skorpiongraden. Das heißt, es sieht so aus, als wäre es, ja, als wäre ein zerstörerisches Werk, Skorpion, schon lange geplant worden, Steinbock, von langer Hand, Jahre, vielleicht Jahrzehnte lang, wurde ein zerstörerisches Werk geplant und dieses zerstörerische Werk wird jetzt umgesetzt. Wie erkenne ich das? Wir erkennen, dass die Herrscher des 10. Hauses Mars und Pluto, die beiden hier, im ersten Haus eingeschlossen, heimlich, wen bedrängen. Wir sehen, wir haben es hier mit einer Halbsumme zwischen Mars, Pluto und in der Mitte eingequetscht die Venus. Ja? Mars voran, hinten der Pluto, in der Mitte die Venus und hier soll wer zerquetscht werden? Wer soll sozusagen hier von den Stadtsepaten zerdrückt werden? Es ist die Venus, die Herrscherin des 4. Hauses ist. Ja? Also wir erkennen, von langer Hand Aszendent Steinbock wird jetzt ein übles Werk vollendet oder soll vollendet werden, heimlich, weil es eingeschlossen ist. Und wir sehen auch die Venus als Herrscherin des 9. Hauses. Das heißt, wir erkennen hier natürlich jetzt wieder zwei Botschaften, dass hier natürlich auch Legalität, Freiheit, ja, dass das hier massiv unter Druck steht. Und natürlich ist der Mars auch Herrscher des 3. Hauses und hier erkennen wir Herrscher von 3 und 10. Die Kombination zeigt mir, dass hier medial, 3. Haus Medien, Pluto, Manipulation, Machtausübung, dass hier von den Medien jetzt die manipulative Zahl oder die Zahl der manipulativen Berichterstattung erhöht wird. Die Schlagzahl, also beim Rudern, der Vergleich eben mit den Rudern. Und wir sehen auch, Spitze 3. Haus befindet sich auf Schützegraden. Naja, das heißt, hier wird natürlich dann auch stark übertrieben. Hier wird jetzt das Ganze sehr dramatisch dargestellt. Ja? Ich muss noch einen Schluck Wasser trinken, dann kommt das R auch besser zum Vorschein. Ja, irgendwie klebt mir die Zunge am Gaumen. Ich habe erst ein Gläschen Natronwasser getrunken, das ist zu wenig. Wie gesagt, jeden Tag um die 7 Gläser Natronwasser, das mache ich seit vielen Jahren und ich interessanterweise lebe noch immer. Ja, es geschehen noch Zeichen und Wunder. Was sehen wir in diesem Horoskop noch? Ich versuche das Ganze relativ schnell, wenn geht, in einem Teil kompakt rüberzubringen, dass wir diesen zeitlichen Verzug von meiner Seite, von meiner Warte aus, wieder wettmachen können. Wir sehen, Hauptdarsteller, Sonne, Herrscher, eingeschlossenes Haus, eingeschlossenes 7. Haus. Ja? Also quasi der Nebenherrscher des 7. Hauses, Sonne im 1. Haus. Was ist die Grundbotschaft, welche wir hier erkennen? Das heißt, heimliche, ja, Abhängigkeit von Vertragspartnern, von Handelspartnern, aber auch große Bedeutung der militärischen Auseinandersetzung im Osten, die offensichtlich, weil es eingeschlossen ist, heruntergespielt wird, wo man sagt, na, braucht man nicht so viel, wir brauchen, ja, Volksgenossen, ihr braucht darüber nicht so viel erfahren, der Endsieg ist entscheidend, ja, das kennen wir doch, den Endsieg, oder? Der Endsieg, der gute Führer, sagt das, ja, das kennen wir doch alles, oder? Wie sich die Dinge doch im grünen Gewande wiederholen, ja, aus Braun wird grün, ganz spannend, wie sich das alles so großartig darstellt. Und wir sehen Sonne im Trigon zu Mond. Mond, Herrscherin des 7. Hauses. Und das heißt, Herrscherin von 7 in 6. Es dürfte offensichtlich bei der Auseinandersetzung im Osten nicht gut laufen. 6. Haus. Ja? Und da sehen wir auch hier die Verbindung. Dass es eben hier, dass hier diese Schwierigkeiten ausstrahlen. Ins 1. Haus. Und immerhin,
Saturn? Saturn, ja, das schaut aus wie der Saturn, das kann man, das ist ja, die müssen uns die Zeichen wieder mal ändern. Das heißt, wir sehen hier Sonne als einziger von 5 Planeten im ersten Haus nicht eingeschlossen. Ne? Und jetzt haben wir eine Halbsumme zwischen Merkur und Saturn. Gut, die Halbsumme ist schon ein bisschen drüber. Wir sehen, dass die Strecke hier länger ist und hier kürzer ist. Wir hatten Merkur, Halbsumme, Saturn, also das heißt, es bewegt sich da heraus, weil der Merkur mit 2 Grad pro Tag weiter wandern extrem schnell ist. Ja? Also der Merkur wird demnächst auch die Sonne einholen und überholen. Und dann wird es spannend. Immer wenn der Merkur die Sonne überholt, wird es spannend. Warum? Wenn der Merkur hinter der Sonne steht, wie hier, dann ist man vorsichtig, wartet ab, wohl überlegt, man handelt sozusagen nicht übereilt. Wenn aber der Merkur dann einmal vor der Sonne ist, dann wird man kopflos, unüberlegt, man handelt schneller als man denkt. Also das heißt, hier sehen wir noch eine vorsichtige, eine schaumgebremste Besetzung und wir erkennen auch, naja, logisch, 10 Planeten unterhalb der Aszendentenachse wird sehr viel verarbeitet und nachgedacht. Wir haben hier Merkur, Saturn und Sonne in einer nachlassenden Halbsumme, aber meines Erachtens der entscheidende Aspekt in diesem Horoskop. Und wir sehen, dass Körper und Geist retardiert sind. Ja? Also Sonne und Merkur sind durch Saturn verlangsamt. Das Ganze geht nicht mehr, läuft nicht mehr so gut. Das auch hier sehen wir einen zurückhaltenden, wie wir sehen, Saturn hinter der Sonne. Saturn, ja, bei mir ist alles der Saturn, Entschuldigung. Der Merkur hinter der Sonne bedeutet eben einen verhaltenen sprachlichen Ausdruck und die Grundstimmung ist natürlich auch pessimistisch. Ja? Wir kennen aus dieser Besetzung, Merkur, Saturn, Sonne, Pessimismus, aber auch einen Abschied, eine Trennung. Und diese Trennung bezieht sich mit Saturn natürlich hier auf das gesamte Land. Das heißt, wir werden hier in den nächsten 30 Tagen sehr schwierige Prozesse sehen. Denn Merkur ist nicht nur Herrscher des 8. Hauses, sondern Merkur ist auch Herrscher des 5. und 6. Hauses. Das heißt, wir erkennen, dass die Themen Tod, Wachstum, der Krankheit jetzt zu verstärkten Depressionen und Lebensernst führen werden. Denn Merkur hat hier eine massive Bedeutung, eine ganz starke Stellung, eine überragende Stellung hat der Merkur. Herrscher von 5, 6 und 8. Die Verbindung Tod, Krankheit und Wachstum der Krankheit. Wir können aber auch anders interpretieren. Wir können sagen, dass hier das Thema Arbeitsplätze wichtig wird, Wirtschaftswachstum wichtig, Merkur, und Niedergang, Transformation. Das heißt, wir kennen aus der Besetzung auch den Verlust 8. Haus von 6. Haus Arbeitsplätzen und den Verlust von Wirtschaftswachstum und von Wohlstand. Und das im ersten Haus. Naja, natürlich tut sich hier mit 5 Planeten im ersten Haus sehr, sehr viel, aber es läuft noch unterschwellig. Ja, wie gesagt, spannend wird es, wenn der Merkur die Sonne überholt, ja, wenn der Merkur vorausläuft, dann tut sich was. Aber zunächst einmal werden wir hier eine Konjunktion zwischen Sonne und Saturn erleben. Naja, das ist dann natürlich ein besonders unangenehmer Aspekt. Also das heißt auch eine Jahresauslösung, ein Jahreshoroskop. Hier geht es dann wieder um sehr, sehr starke Hemmungen, um sehr, sehr starke, Einschränkungen, aber auch um einen großen Pessimismus. Ja? Und das bezieht sich dann Sonne natürlich auf 7. Haus. Das heißt, wir sehen, dass die Entwicklungen hier im Osten sich dramatisch verschlechtern werden. Können wir hier alles wunderschön herauslesen. Ja, ja. Naja. Was sehen wir noch in diesem Horoskop? Wir sehen, was sehr auffällig ist, die stärkste Häuserspitzenbesetzung dieses Horoskopes. Uranus, eingeschlossener Herrscher des 1. Hauses im 4. Haus. Vordergründig bedeutet die Verbindung 1. Haus, 4. Haus
Rückzug in die eigenen vier Wände. Also das heißt, man macht die Luken dicht, leckt seine Wunden und sagt, leckt's mich in Krakau, glaube ich. Leck mich in Krakau, glaube ich, heißt der Spruch. Keine Ahnung, wieso das so ist. Hätte doch, was nicht, eine andere Stadt sein können. Aber leck mich in Shanghai ist vielleicht ein bisschen zu abwegig. Da haben wir doch einen zu hohen CO2-Verbrauch. Also da ist Krakau schon deutlich näher, naheliegender. Außerdem kommt ja aus Krakau auch die bekannte Krakauer Wurst. Also auch Wurst, aber egal, wir haben Uranus an der Spitze des vierten Hauses. Das bedeutet natürlich jetzt nicht nur Rückzug, weil wir müssen auch Uranus als das nehmen, was er ist. Aufregung, Nervosität und natürlich auch eine gesteigerte Aktivität. Also das heißt, Uranus bringt das Blut zum Kochen, das Blut zum Wallen. Und wir werden dann den Wallenstein auch noch sehen, nämlich wenn der Mars ein Quadrat zu Uranus bilden wird. Da wird das Blut dann hochwallensteinen. Also das heißt, sehr spannende Besetzung. Was hier jetzt noch alles auf uns zukommt, ja, was auf uns zurollt, wird bemerkenswert sein. Also da muss ich sagen, hier heißt es nicht nur Ohren anlegen, sondern vielleicht sicherheitshalber auch die Ohren fest tackern, weil der Wind, ja, Chaka, Faka, Praka, richtig, genau, das haben wir schon gehabt. Also das heißt, das brauchen wir nicht mehr, darüber brauchen wir nicht mehr lachen, das ist abgeschlossen. Wen sehen wir noch? Wir sehen Jupiter im dritten Haus. Das dritte Haus haben wir ja, Wirtschaft, Handel und Industrie, in dieser Halbsumme Mars, Pluto, Venus schon als sehr in Bedrängnis geraten gesehen. Ja. Wir sehen hier, dass es eben zu Schwierigkeiten kommt. Saturn. Keine Ahnung, bitte. Heute ist bei mir der Pluto Saturn, der Merkur ist der Saturn. Die Sonne ist der Saturn, ja, aber der Saturn ist auch der Saturn. Also muss man auch einmal hervorheben, dass der Saturn auch der Saturn ist. Aber in dem Fall lassen wir den Pluto sein. Und Pluto zeigt natürlich immer Machtkämpfe an. Natürlich, Pluto als Herrscher des 10. Hauses im Zusammenhang mit dem 3. Haus bedeutet auch, dass in der Wirtschaft Machtkämpfe, Pluto, in der Direktionsetage stattfinden. Das heißt, bei vielen Firmen wird es eben jetzt zum Austausch der Direktoren kommen. Es wird jetzt vermutlich versucht werden, ja, wie heißt das, neue Besen kehren besser, wo man eben den Karren total verfahren hat und wo man jetzt sagt, ja, wir holen jetzt den Supermanager aus der Zauberkiste und der hilft uns jetzt aus der Bredouille heraus. Naja, gutes Gelingen, das ist so ungefähr, ja, ich sage mal so, wie der Witz, wo ein Mann mit einem Händelhaxen zum Tierarzt kommt und ihn fragt, Herr Doktor, kann man da noch was machen? Und der Doktor schaut ihn fragend an und sagt, am panierten Händelhaxen, weil viel mehr ist daraus nicht mehr herauszuholen. Also das heißt, wir sind hier in einem sehr starken Transformationsprozess und wir sehen ja auch, Spitze drittes Haus, in der Wirtschaft geht es aggressiv zu und auf Schützegraden, da liegen die Nerven blank, weil Schütze ist ja impulsiv, also da tut sie was. Ja? Also ganz, ganz, würde ich sagen, ganz, ganz spannende, sehr spannende Besetzung. Und Jupiter im dritten Haus ist an sich eine gute Besetzung, das heißt, hier hätten wir eben ein starkes Potenzial, hier tut sich auch viel große Erweiterung und also üblicherweise bedeutet Jupiter natürlich auch Glück. Das heißt, wir sehen hier, dass, was sehen wir hier? Was sehen wir? Wir sehen Jupiter als Herrscher des 11. Hauses. 11. Haus, Herrscher von 11 in 3, würde natürlich meines Erachtens auch bedeuten, dass hier große Menschengruppen, 11. Haus, 3. Haus, auf der Straße sind, ja, das könnte es auch heißen. Ja? Könnte natürlich auch heißen, dass innerhalb der gesamten Europäischen Union, ja, dass hier viele Leute, weil Jupiter steht ja auch für die große, weite Welt, sozusagen, dass in der Europäischen Union die große, weite Welt sich einfindet, aber auch, dass hier von der EU bezüglich Industrie, Wirtschaft große Anstrengungen unternommen werden, aber Jupiter ist auch Herrscher des 12. Hauses, das heißt, wir sehen, dass diese Anstrengungen von der EU viel zu idealistisch gesehen werden, viel zu irreal gesehen werden, das heißt, dass wir hier auch das Thema Realitätsverlust, Wunsch,
Denken mit an Bord haben. Immer bedenken, die Kombination 12. Haus und Schütze steht natürlich auch für großen Idealismus, der aber leider sozusagen schon an der Grenze zum fantastischen Realismus liegt. Also das heißt, dass hier auch das Thema Wunschdenken leider sehr stark präsent ist. Wie gesagt, Herrscher von 3, der Mars, kann natürlich auch bedeuten, dass die Straße brennt, weil 3. Haus doppelt feurig besetzt. Feuer kann man auch als das nennen, was es ist. Brand, ja. Hier sind Brandherde auf der Straße. Brandgefährlich. Und das kann natürlich auch bedeuten, dass im ganzen Land verheimlicht, also das heißt, es wird in den Medien nicht darüber berichtet, aber dass sehr viel Venus, Bevölkerung auf der Straße ist und dass das hier auf der ganzen Welt, also das heißt, es kann sein, dass in Deutschland viele Menschen, 9. Haus steht auch für das Ausland, also die Besetzung 4 und 9 zeigt mir natürlich auch, dass Menschen aus dem Ausland, aus der Ferne, das sind sozusagen diese ungebetenen Millionen Gäste, dass die hier auch auf der Straße sind und protestieren und demonstrieren. Ja? Erkennen wir hier und dass das 1. Haus verheimlicht wird. Gut, jetzt habe ich, glaube ich, genug geschwurbelt. Bumm, 25 Minuten. Wie gesagt, ein kleines Horoskop, aber sehr fein. Also da kann man schon einige Informationen extrahieren. Wir sehen, die Straße brennt. Ja, das ist im Fokus der Geschichte. Wir sehen hier über die Sonne, Merkur, Saturn, dass hier in Verbindung auch mit Mondtrigon, dass hier im Osten alles schief läuft. Ja, also das heißt, man hat hier gewaltig aufs falsche Pferd gesetzt. Und Saturn natürlich im 2. Haus zeigt mir auch, dass es eine Stange Geld gekostet hat und dadurch mit Aszendent Steinbock das ganze Land jetzt in einer Notphase ist, in der Bredouille steckt, ja, in der Rue de la Cac, wie man so schön sagt. Aber das sind halt so die, naja, ich sag gar nichts mehr. Wir sehen Pholus, interessanter kleiner Kentaur müsste das sein, oder? Also zu diesen Zentauren. Pholus steht auf 9 Grad 42 Capricorn, also ungefähr 10 Grad im Steinbock. Und da sehen wir, dass er sehr in der Nähe des Aszendenten herumschwirrt. Und Pholus, auch wenn er nur 185 Kilometer im Durchmesser hat und eine Umlaufzeit von 92 Jahren, puh, der ist so in der Uranus-Klasse, der hat 84 Jahre, der Pholus steht für Kontrollverlust, für unüberlegte Handlungen. Er treibt aber auch zu Veränderungen und bringt uns alle in unerwartete Grenzsituationen, in Selbstsabotage, Enthemmung. Also das heißt, hier spürt er sie jetzt, oh, aber wir sehen auch, dass ein Prozess besteht, aus dem Alten herauszukommen, denn 4 Planeten im Wassermann, die sind schon mal sehr, sehr mächtig. Bitte um Verständnis, wir haben jetzt schon fast 30 Minuten, ich muss noch einen kleinen zweiten Teil machen, da möchte ich hier auf die Schnelle die Zahlen besprechen. Es wird auch wie dieses Horoskop nur ein 5-Minuten-Video sein, ganz fest versprochen. Ich nehme mir das schon seit langem vor, ein 5-Minuten-Video. Das heißt, Volksgenossen, ja, also wir schaffen das. In dem Sinne, weiter zum zweiten Teil, Ende.